als grüner Kandidat zurzeit bin ich Repräsentant der Partei, die als einzige, glaube ich, seit vielen, vielen Jahren glaubwürdig Umweltschutzpolitik treibt. Ich bin jemand, der handlungsorientiert ist. Das kommt, glaube ich, auch sicher ein bisschen durch meinen Beruf. Ich habe aber auch gelernt, Teamplayer zu sein und sehe gerne Lösungen auch wachsen. So die spontanen Schnellschüsse sind meistens nicht die richtigen Lösungen. Ich glaube, in den letzten Jahren, die Große Koalition hat vieles weitergeführt, teilweise auch gar nicht mal schlecht. Aber letztendlich ist sie sehr initiativlos geblieben und ich finde, da sind Jahre liegen geblieben, wo man hätte schneller und besser vorankommen können. Wir müssen sehr schnell einfach eine klimaneutrale Kreisverwaltung umsetzen, um zu zeigen, es geht. Die Mobilität im ländlichen Raum, ich denke, da müssen wir noch viel mehr an Möglichkeiten schaffen. Ich habe mich immer irgendwo auch eher auf der Linken positioniert, aber ich habe immer einen pragmatischen Ansatz gehabt. Dann sehen wir uns mal da drinnen. Ah, ärgerlich. Hallo mein Kirchhain und alle anderen Interessierten. Ja, am 8. September ist es soweit. Wir entscheiden, wer Landrat oder Landrätin werden oder bleiben soll. Die kommende Landratswahl war für mich Grund genug, um mit mein Kirchhain ein neues Terrain zu betreten und mich mal an einem Kandidatencheck zu versuchen. 5 Kandidatinnen und Kandidaten haben sich aufgestellt und stellen sich nun euren und meinen Fragen. Nicht immer bitter ernst, dafür hoffentlich aufschlussreich, unterhaltsam und in entspannter Sommerinterview-Atmosphäre heute am Wunschort von Hans-Werner Seitz, Landratskandidat für Bündnis 90 Die Grünen. Ja, hallo Hans-Werner und vielen Dank, dass du die ganze Geschichte hier mitmachst. Ja, wir hatten ursprünglich begonnen, draußen zu filmen, dann hat uns leider das Wetter nach drinnen vertrieben. Sag uns doch mal ganz kurz, wo sind wir hier? Ja, wir sind ja in der Freien Schule Marburg. Ich arbeite hier seit über 20 Jahren als Geschäftsführer. Das ist eine Kindertagesstätte und eine 6-jährige Grundschule. Mhm. Ja, vielen Dank für deine Vorstellung. Erstmal ganz am Anfang, bevor wir zu dir gehen, erklär doch erstmal kurz unseren Zuschauern, warum sie überhaupt am 8. September zur Landratswahl gehen sollten. Schließlich geht es doch da nur um einen Verwaltungsposten, oder? Naja, es geht nicht nur um einen Verwaltungsposten. Der Landkreis, die Landkreisverwaltung und damit auch die Spitze, die politische, der Landrat, die Landrätin haben natürlich für unseren Landkreis vielfältige Aufgaben. No, da werden all die vielen Gelder, die im Bereich des Sozialen zum Beispiel vergeben werden aus Bundes- und Landeskassen, die werden nicht nur verwaltet, die müssen auch klug gestaltet und vor Ort an die richtigen Leute in der richtigen Form weitergegeben werden. Das ist eine große Rolle. Der Landrat blickt auf den Verkehr, der blickt auf die Landwirtschaft, der blickt auf die Wälder. Also ganz viele Aufgaben, die natürlich von einem Kreis irgendwie zu erfüllen sind. Und es ist klar, das soll nicht nur die Verwaltung so machen, das soll nicht nur der Kreistag machen, sondern da braucht es natürlich auch eine politische Spitze einer Verwaltung. Ja. Für viele ist ja so ein Amt meistens der letzte bezahlte Job. Was war denn dein allererster bezahlter Job? Oh, mein allererster bezahlter Job, wenn ich ganz ehrlich bin, war, als ich 14 war und in der Fabrik gearbeitet habe. Das war noch vor der Novellierung des Jugendarbeitsschutzgesetzes. Das hätte ich nach 1976 dann auch nicht mehr machen dürfen. Nach meinem Studium, mein erster bezahlter Job war halt als Bildungsreferent bei einem Kulturträger, bei der kulturellen Aktion Marburg, wo ich 3 Jahre lang gearbeitet habe. Was war das für eine Fabrik? Was haben die hergestellt? Es war eine Edelstahlverarbeitungsfabrik, das waren Bierfässer und Spültische. Ja, jetzt hast du jetzt ja schon ein bisschen einen Einblick in dein Leben gegeben. Erzähl uns doch mal ein bisschen was über dich, so lebenslaufmäßig. Wo bist du geboren? Woher kommst du? Genau. Und wie ging es dann weiter? Geboren bin ich im Grunde genommen in der Mitte zwischen sozusagen den beiden Heimaten meiner Eltern, nämlich in Plettenberg im Sauerland. Mein Vater kam aus dem Ruhrgebiet. Ja. Aus Recklinghausen, meine Mutter aus Bad Berleburg, ne, knapp hinter der Landesgrenze, also hinter der Kreisgrenze. Die haben sich kennengelernt, haben da gearbeitet im Sauerland. Ich bin dann nach
10 Jahren in etwa, 1970, sind wir dann umgezogen ins Wittgensteiner Land. Also dann bin ich dem Hessen schon ein bisschen näher gerückt. Ja. Und habe dann halt 10 Jahre später wiederum dann angefangen, bin nach Marburg gezogen und habe hier dann angefangen zu studieren an der Philipps-Universität. Ich habe Politikwissenschaft, Soziologie, Philosophie und neurodeutsche Literatur studiert. Oh, das kenne ich. Letzteres. Und was hast du danach gemacht? Ja. Wie ging es dann nach dem Studium weiter? Dann habe ich halt relativ schnell angefangen zu arbeiten, wie das so ist. Nur in der Zeit mit so einem Studium, erstmal wird das bei einer geförderten Stelle. Die habe ich mir allerdings auch selbst gebastelt, ne, bei diesem Kulturverein, bei den Strömungen, Kulturelle Aktion Marburg Strömungen. Danach habe ich dann gearbeitet 2,5 Jahre lang in einer Unternehmensberatung für Alternativbetriebe. Da habe ich eigentlich meine wirtschaftliche Grundausbildung genossen. Dann anschließend bin ich in Frankfurt gewesen, habe dort an der Goethe-Universität geforscht, 3 Jahre lang, um dann wieder nach Marburg zurückzukommen. Also gewohnt habe ich hier, ich habe gependelt, Pendeln macht keinen Spaß, das weiß ich mittlerweile oder habe ich damals kennengelernt. Man hat so manchen Kilometer im Zug genickt und geschlafen und bin seit 1998 dann jetzt hier an der Freien Schule. Wie und wann bist du denn politisch aktiv geworden? Eigentlich ganz früh. Ich hatte neulich, also am letzten Wochenende, 40-jähriges Abiturjubiläum. Da meinte dann eine frühere Klassenkameradin, als dann das Gespräch kam, Mensch, ich habe gehört, du hast dich sozusagen, du gehst in die Bütt als Landratskandidat. Mhm. Und da meinte eine, ach, du warst damals unser bester Klassensprecher. Im Grunde genommen habe ich angefangen, mit 10 Jahren halt die Interessen von anderen halt zu vertreten. Ich habe eine Phase gehabt von 77 bis 82, da war ich Juso, da war ich in der SPD. Da war aber damals die Pläne, die WAA in Wangershausen, ja, Wiederaufarbeitungsanlage, Atomfabrik, ne, bei Frankenberg. Und damals der NATO-Doppelbeschluss haben mich dann zum Teil aus der Partei rausgedrängt. Halb bin ich gegangen, halb stieß man mich weg. Und dann habe ich lange Zeit auch erstmal nur außerparlamentarisch in Kulturinitiativen, in sozialen Initiativen, im Umweltbereich mich politisch gezeigt. Und bin dann 2006 dann bei den Grünen wieder eingetreten, nachdem ich 10 Jahre lang Jugendmannschaften bei Blau-Gelb Marburg trainiert habe. Ganz kurz nur für die vor allem jüngeren Zuschauer, was war der NATO-Doppelbeschluss? Ja, das war damals, ganz kurz angerissen. Ne, das war damals der Beschluss, wo auf die Bedrohung, ne, die damals so gelesen wurde von Mittelstreckenraketen aus der UdSSR, die gab es damals ja noch, ja, dass die beantwortet werden sollte mit der Stationierung von Mittelstreckenraketen, amerikanischen Mittelstreckenraketen hier in Deutschland, was viele sehr, sehr kritisch sahen, weil das eine weitere Spirale im Wettrüsten halt bedeutet hätte, auch bedeutet hatte, letztendlich dann aber doch irgendwo im Zusammenbruch des Ostens irgendwie gemündet ist, sodass sie dann glücklicherweise nicht mehr zum Einsatz kamen. Jetzt fristet man ja als Kommunal- oder Kreispolitiker eher ein mediales Schattendasein in der Regel. Das heißt natürlich, wenn man einer Partei angehört, kennen die Menschen meistens das, was sie aus den Massenmedien kennen. Also sprich grüne Politik auf Landes- oder Bundesebene. Was würdest du denn sagen, welche Werte teilst du denn mit dieser Landes- oder Bundespartei und welche lehnst du ab? Also ich teile da ganz viel mit. Ich meine, ich bin da ja auch sozusagen auch auf Landesebene aktiv, parteipolitisch. Und ganz wichtig ist natürlich für mich die feste Verwurzelung im Bereich der Umweltpolitik. Ja. So bin ich im Grunde genommen auch zur Politik gekommen. Ganz wichtig ist mir aber auch die Verwurzelung im sozialen Bereich. Das wird uns Grünen ja häufig irgendwie so als blinder Fleck angehängt, was aber gar nicht stimmt. Wer sich die Gründungsgeschichte der Grünen anschaut, wird feststellen, dass viele Bereiche, zum Beispiel Behinderteninitiativen, da reinkamen. Die Frage von Schwulen und Lesben, wo wir erst vor wenigen Jahren sozusagen die Liberalisierung bekommen haben, die wir eigentlich seit vielen, vielen Jahren gefordert haben. Ja. Was mich auch sehr erfreut ist der, sag ich mal, der Kurs- und Darstellungswechsel, naja, seit dem letzten Jahr. Ich finde das sehr schön mit unserer Bundesdoppelspitze, mit Annalena Baerbock und Robert Habeck, dass wir beginnen, mehr jetzt auch auf Leute zuzugehen, die nicht zu diesen 7%
sag ich mal, Ökosozialen gehören, die sozusagen uns immer gewählt haben, sondern wenn wir die großen Aufgaben, die in den letzten, in den nächsten Jahrzehnten vor uns stehen, bewältigen wollen, ist es auch so, dass wir viel mehr Leute mitnehmen möchten und mitnehmen wollen. Und das heißt, wir möchten auch nicht immer nur sozusagen sagen, wie es geht, sondern wir wissen auch, die Vernunft der vielen und das Engagement der vielen sind an dieser Stelle mindestens genauso gefragt. Und diesen Wechsel im Ton in unserer Bundespartei finde ich sehr, sehr angenehm. Der kommt mir auch sehr nah. Ich bin selbst als Person nicht immer so, dass ich immer so konfrontativ sein möchte. Ja, weil konfrontativ bedeutet halt immer, dann verwurschtelt man sich, verhakt man sich. Und das Entscheidende ist ja, dass man am Schluss irgendwo einen Punkt findet, wo man dann wieder rauskommt aus dem Ganzen und politisch Lösungen finden muss, präsentieren muss und umsetzen muss. Und da muss man sich dann manchmal dann zusammenraufen und gucken, wie man das dann schafft. Auch manchmal gegen Widerstände außerhalb der Partei, aber auch innerhalb der Partei. Der grüne Ministerpräsident Kretschmann ist, ja, wird ja im Allgemeinen eher so ein bisschen mehr als der konservative Part der Grünen gesehen. Wie würdest du dich denn so in diesem Spektrum selbst einordnen? Also eher so auf der konservativen Seite oder eher mehr auf der linken Seite? Ja, es fällt mir schwer, das zu machen. Es ist mir immer sehr, sehr schwer gefallen. Weil selbst Winfried Kretschmann wird da manchmal sehr reduziert gesehen. Natürlich im Ländle, ja, mit seiner Autobau- und mit seiner Industrietradition, mit seiner konservativen Tradition, ne, mit jahrzehntelangen CDU-Ministerpräsidenten, ja, die immer als Landesvater da gedient haben, spielt er natürlich da eine wichtige Rolle. Man darf nur nie vergessen, er ist derjenige Abteilungsleiter von Joschka Fischer gewesen, der die Nuklearbetriebe in Hanau, Nukem und Alkem, geschlossen hat. Das ist auch Winfried Kretschmann gewesen. Ich finde, ich habe mich immer irgendwo auch eher auf der Linken positioniert, aber ich habe immer einen pragmatischen Ansatz gehabt. Ja? Wer irgendwo an Punkten Dinge umsetzen will, muss auch gucken, wie man das macht. Und da gilt nicht sozusagen die große globale Forderung, sondern da geht es darum, an den Lebensrealität der Menschen anzusetzen. Ja. Und dann wird das auf einmal mit links und rechts und konservativ und realo oder sonst wie, wird es immer schwierig, weil da geht es um Menschen und zu gucken, zu sagen, wo sind die genauen Punkte? Und da geht es nicht immer drum, um das Geld so oder viel Geld da, dem wegnehmen oder zu geben, sondern Lebensrealitäten bestimmen sich manchmal noch ganz anders. Mhm. Wie kam es denn dann jetzt letzten Endes zu deiner Landratskandidatur? Ja, das ist auch immer eine spannende Frage. Man kann ja ganz ehrlich sein, wenn man sich vor einem Jahr hingesetzt hätte, oder sagen wir vor anderthalb Jahren, ne, mit den Ergebnissen der Bundestagswahl, da war es natürlich so, dass wir als Grüne da nicht so richtig viel Rückenwind hatten. Da hatten wir diese Landratswahl gar nicht so fürchterlich im Blick. Da war natürlich die Landtagswahl für uns erstmal was viel Wichtigeres. Ja. Spätestens aber mit dem Ergebnis der Landtagswahl ist es halt so, dass uns klar wurde, naja, Moment mal, da geht ja noch was. Ne? Ja. Und dann haben wir uns natürlich auch umgeguckt und auch gefragt, ne, wer käme denn dafür in Frage? Ja. Gibt es Leute, die, sag ich mal, aus dem Landkreis wirklich so als Geborene, die sozusagen, von denen man weiß, die sind seit 20 Jahren noch, fiebern die darauf, endlich Landrat zu werden, hatten wir in dieser Form auch nicht, ist, glaube ich, auch eher selten. Und für mich war dann so der Punkt da, naja, eigentlich finde ich das eine ganz spannende Sache. Ich bin seit längerem in der Kommunalpolitik drin, als Stadtverordneter in Marburg, langjähriges Mitglied im Fraktionsvorstand, ist man in allen Politikfeldern drin. Ja, ja, die kennt man und das ist auch nicht so schwer auf den Landkreis zu übertragen. Und ich fand das für mich auf einmal eine spannende Sache, wenn sich da ein Hebel bietet, grüne Positionen nach langen Jahren, sag ich mal, des verhakten Stillstandes von CDU und SPD im Landkreis bewegen zu können. Ja, dann dachte ich, okay, jupp, das fehlt mir noch, das mag ich jetzt, da habe ich Lust drauf, da kann ich nochmal so richtig mich sozusagen noch reinhängen, weil das ist ein Punkt, wo da bewegt sich jetzt wieder was und Bewegung ist für uns das, was wir zurzeit brauchen. Der Wahlkampf selbst ist ja sicherlich eine Zeitraum, eine Angelegenheit. Wie kannst du das denn also auch in den kommenden Wochen mit deinem Beruf und deiner Familie vereinbaren? Ja, bevor ich natürlich meinem
Kreisverbandsvorstand und der Fraktion Ja gesagt. Da habe ich gesagt, jetzt lasst mich aber erstmal nach Hause gehen. Da muss ich erstmal mit meiner Liebsten sprechen. Der Sohn studiert, lebt in Berlin. Ja. Der spielt da nicht mehr so eine große Rolle. Aber meine Liebste musste dann schon, wir mussten dann schon mal, was heißt das eigentlich? Was bedeutet das? Was ist das für ein Zeitraum? Mhm. Und vor allen Dingen kann sie sich auch vorstellen, mit einem Landrat zusammenzuleben. Muss man sich dann ja auch ganz klar fragen. Ja. Und aber nachdem wir dann einen Abend lang drüber geredet haben, hat sie gesagt, okay, na, machen wir das so. Aber dafür versprichst du mir, nach dem Wahlkampf machen wir zusammen einen Tango-Kurs. Da drückst du dich seit 10 Jahren drum. Da kommst du jetzt nicht mehr drum rum. Das ist sozusagen der Preis, aber ist eigentlich ein süßer Preis dafür gewesen, dass an dieser Stelle mich dann auch zu bewerben in der Partei, weil ich kann mich ja nicht selbst aufstellen, sondern hat mich meine Partei aufgestellt und da bewirbt man sich und wird halt gewählt von der Mitgliederversammlung. Mit dem Beruf, ich habe das auch hier abgesprochen im Haus, das ist klar, ohne das wäre es auch nicht möglich. Es ist so, dass sie gesagt haben, na gut, für den Wahlkampf lassen wir dich ein bisschen in Ruhe. Ich werde natürlich hier sozusagen meine Arbeit auch machen, werde manchmal ein bisschen früher gehen und werde vielleicht auch morgens früh mal ein bisschen müder erscheinen. Aber das tragen sie alle mit und finden das auch ganz gut, dass jemand von der freien Schule an dieser Stelle auch mal an sich an dieser Stelle dann so prominent in die Öffentlichkeit wagt. Mhm. Jetzt haben wir ja heute den 20. Juli, wo wir das Video aufzeichnen. Das heißt also, wir sind eigentlich noch nicht in der heißen Phase, in der wir dann sein werden, wenn das Video veröffentlicht wird, also voraussichtlich Mitte August. Aber wie lief denn der Wahlkampf bisher für dich? Welche Erfahrungen hast du so draußen gemacht? Also draußen war jetzt noch nicht wirklich fürchterlich viel. Ich bin zum ersten Mal, muss ich gestehen, in Kraftshof gewesen, in Stadtshausen. War aber auch gleich spannend, weil da dann gleich der regionale Verantwortliche von der Diakonie für Altenpflegeeinrichtungen da war, mit dem ich dann da die dortige Altenpflegeeinrichtung betrat habe. Und wir sehr schnell ins Gespräch kamen, weil das ein Thema ist, wo ich mich in Marburg auch seit langem mit auseinandersetze. Ich muss auch gestehen, ich war zum allerersten Mal beim Kirschmarkt in Gladenbach, nur auf dem Presse-Frühshoppen vom Hinterländer Anzeiger. Da trifft man dann auch wieder neue Leute. Also den Chefredakteur kannte ich nicht. Die kümmern sich ja nicht so sehr um Marburg, kann man ja auch verstehen. Und es ist schon so ganz spannend, wie wird man angesprochen von Freunden, von Bekannten, die einen erstmal dann nochmal fragen, Mensch, ich habe jetzt gehört, oder wie ist denn das? Ja. Das ist schon spannend, wenn auf einmal so eine Frage an einen gestellt wird. Ganz so viel war das bislang natürlich noch nicht. Die Arbeit war mehr jetzt hinter den Kulissen. Da muss man halt viel Vorbereitungen treffen. So richtig los geht's dann, glaube ich, erst, wenn die Sommerferien vorbei sind. Ich fahre jetzt auch noch mal in Urlaub. Mhm. Ich bin völlig urlaubsreif. Das letzte halbe Jahr war ein sehr anstrengendes. In Schulen weiß man, wenn die Osterferien spät sind und die Sommerferien früh sind, dann sind die Mai und Juni sehr anstrengende Monate. Das war jetzt auch so. Mhm. Und dann komme ich dann nach den Sommerferien, bin ich dann da und bin dann 4 Wochen voller Elan und voller Energie und wieder total fit mittendrin. Wie steht es um dein Allgemeinwissen um den Landkreis? Mein Allgemeinwissen um den Landkreis, da ist immer so gefragt, was ist das? Also ich kenne den Landkreis ganz gut. Ich glaube, ich gehöre zu den Menschen, die mit am meisten wahrscheinlich auf dem Fahrrad den Landkreis abgeradelt haben. Mhm. Ansonsten, ich kenne das ein oder andere. Ansonsten würde ich mich erstmal sozusagen da erstmal im Mittelfeld einordnen. Ja, weil ich habe natürlich auch ein kleines Quiz vorbereitet für dich, das ich gerne jetzt mal mit dir durchführen würde. Und zwar geht es ja natürlich so ein bisschen um Allgemeinwissen. Ihr könnt natürlich auch gerne mitraten. Die Antwortmöglichkeiten werden dann unten eingeblendet. Und dann würde ich sagen, legen wir los. Ich muss allerdings erst noch mal ganz kurz die Kamera neu überprüfen und dann geht's weiter. Ja, wir sind wieder zurück und wir machen ein kleines Landkreis-Quiz. Dazu hast du also immer 4 Antwortmöglichkeiten, die ich gerne vorlese. Und dann fangen wir doch direkt einfach mal mit Frage Nummer 1 an. Wie viele hessische Landkreise gibt es denn überhaupt? A. 11, B. 16, C. 21 oder D. 26? Bei den Landkreisen
da zählen nicht die Großstädte zu. Mhm. Und dann würde ich aber sagen, es sind 21. Das ist richtig. Genau. Nummer 2. Welcher Landkreis gehört neben Marburg-Biedenkopf noch zum Regierungsbezirk Gießen? Und zwar kannst du wählen unter A. Waldeck-Frankenberg, B. Limburg-Weilburg, dem Wetteraukreis oder D. dem Schwalm-Eder-Kreis. Genau. Ja, man guckt meistens immer nicht so in Richtung Süden, wenn man Gießen, aber Limburg-Weilburg gehört, glaube ich, noch zu uns. Ne? Kann ich mich immer sehr gut dran erinnern. Manchmal gibt es dann irgendwie so im Vorfeld von Wahlen, treffen sich dann bestimmte Bereiche und dann war ich immer verwundert, damals als Priska Hinz dann auf einmal nach Gießen einlud, bis mir klar wurde, im Moment, das ist ja unser Regierungsbezirk. Ja. Ist auch die richtige Antwort. Ja, Nummer 3, das ist eine kleine Schätzfrage. Wie viele Einwohner hat der Landkreis Marburg-Biedenkopf ungefähr? Sind es A. 75.000, B. 150.000, C. ca. 250.000 oder D. 350.000? Ja, ist jetzt sozusagen eine sehr leichte Frage, weil die sollte man dann eigentlich dann schon kennen, wenn man sich mit beschäftigt. Ja. Es sind, glaube ich, aktuell 245.000. Das ist richtig. Ja. Ja. Wäre jetzt blöd gewesen, wenn es doch mehr oder weniger gewesen wäre. Nachdem du so überzeugt geantwortet hast. Es stand letzte Woche irgendwann auch mal in der Zeitung, ich wäre bei 250 gewesen. Ja. Bisschen kniffliger wird vielleicht schon die Frage, obwohl, na gut, wenn man viel im Landkreis zu tun hat, dann weiß man das wahrscheinlich aus dem Stand heraus. Der Landkreis Marburg-Biedenkopf besteht aus wie vielen Städten und Gemeinden? Oh, da komme ich immer durcheinander. Das sind nämlich immer viel mehr, als ich denke. Ja. Da gibt es jetzt keine vorgeschlagene Lösung. Doch, natürlich. Also A, 12. B 17, C 22 oder D 27? Ja, das ist jetzt, ich hab's mal irgendwie, aber es ist wieder weg. Ich würde mal sagen 17. Es sind doch noch 5 mehr. Doch noch 5 mehr. C, 22. Ja. Ja. Wahrscheinlich habe ich Angelburg vergessen. Ne? Das kann ich dir nicht sagen. Du kannst ja mal alle aufzählen. Nein, das würde zu lange werden. Okay. Außerdem haben wir ja dafür noch ein kleines anderes Spiel, was wir dann nochmal am Ende spielen. Nummer 5. Welches Gewässer fließt nicht durch den Landkreis Marburg-Biedenkopf? Und da habe ich es natürlich auch ein bisschen schwerer gemacht. Ist es A. die Banfe, B. die Perf, C. die Vers oder D. die Alna? Die Banfe. Die Banfe. Ich meine, die Banfe bleibt hinterm Berg und mündet bei Larsfe, ne? So, ehrlich gesagt, ich habe sie jetzt auch gerade nicht im Kopf, aber die Antwort ist richtig. Ja. Vers Alna, kannst du da ungefähr sagen, wo die so liegen? Naja, die Alna ist ja sozusagen, wenn man hier über den Berg hinter mir nimmt, dann ist man im Almertal. Das Perftal ist natürlich beim Perf-Stausee und fängt an in Steinperf. Das ist, wenn Steinperf ist immer ganz toll, wenn man von Bottenhorn nach Bottenhorn mit dem Rennrad hochgefahren war, dann konnte man es dann über Steinperf langsam runterrollen lassen. Was war jetzt noch? Perf? Und die Vers. Vers, ne, alten Vers, da unten ist ja im Süden des Kreises. Ne? Ich weiß, in Banfe habe ich früher hin und wieder auch Fußball gespielt als Jugendlicher. Dann, ne? Dann hast du einen Heimvorteil. Ja, genau, da hatte ich einen Heimvorteil. Okay, Frage Nummer 6. Seit wann besteht der Landkreis Marburg-Biedenkopf? Weißt du es auswendig? Ja, auch das weiß ich auswendig. Mein Großvater war nämlich auf der anderen Seite der Landesgrenze. Der war Bürgermeister und Amtsbürgermeister. Ach, ja. Und von daher weiß ich natürlich, dass das Jahr 1974 in der Bundesrepublik Deutschland das Land war, wo da die kommunalen Funktionalreformen stattfanden. Das ist richtig. Wir hatten noch zur Auswahl 1821. Ja. Weißt du, was da war? Sicher eine ganze Menge, aber was den Kreis betraf, jetzt nicht wirklich. Ne? Ja. Ich glaube, da wurde das erste Mal, vergessen wir es, ich weiß es auch nicht mehr. Das musste wiederkommen. Ich habe es auch schon wieder vergessen. Ja. Dann 1949 ist klar, Bundesrepublik Deutschland und 1982, ja, da war gar nichts. Also nichts, was mir jetzt in den Sinn kommt. Na doch, da bin ich aus der SPD ausgetreten. Oder, ja, gut, das war aber jetzt nur reiner Zufall. Ja. Nummer 7. Wie hieß der zweite der bisher 6 amtierenden Landräte in der Geschichte des Landkreises? Auch da haben wir natürlich mehrere Auswahlmöglichkeiten. A. Christian Wagner, B. Kurt Klim, C. Siegfried Sorge oder D. Burkhard Filmer?
Da muss ich jetzt raten. Also ich würde mal sagen Siegfried Sorge, aber es ist wirklich nur geraten, weil die anderen waren dann, glaube ich, die Nummern 3 und 4. Den anderen kenne ich auch nicht. Also Siegfried Sorge ist richtig, ha. Ja. Burkhard Vilmar war der erste, Landrat, den wir hatten, von 74 bis 75. Kurt Klim kam dann weit später, das war nämlich 81 bis 85, der war von der SPD, genauso wie Burkhard Vilmar. Christian Wagner, CDU, nee, Blödsinn. Ja. Was hatte ich gesagt? Kurt Klim, nee, Kurt Klim war 85 bis 96 und bei der SPD und Christian Wagner war 81 bis 85 bei der CDU. Siegfried Sorger war bei den Freien Wählern und war 75 bis 81 der zweite Landrat, den wir hatten. Ja, dann die Frage 8 von 10 insgesamt. Der Landkreis Marburg-Biedenkopf unterhält keine offiziellen Partnerschaften mit. So, jetzt ist natürlich die Frage, mit wem? A, dem Huntingdonshire District in Großbritannien, B, dem Wartburg-Kreis in Thüringen, C, dem Kreis Kuczynski, ist das richtig ausgesprochen, in Polen, und D, dem Landkreis Oberhavel in Brandenburg. Ich würde mal sagen, der Landkreis Oberhavel in Brandenburg. Das ist keine Partnerschaft. Habe ich noch nie in der Zeitung gelesen. Dann hast du das richtig noch nie in der Zeitung gelesen. Ja, das stimmt nämlich. Und dann die Frage Nummer 9. Der Titel einer 2015 herausgebrachten Infobroschüre des Landkreises lautete A. Waschbären, die Tiere mit der Zorro-Maske, B. Störche, Klappern gehört zum Handwerk, C. Bienen, fleißige Nützlinge vor der Haustür oder D. Eichenprozessionsspinner, Kreuzzug eines Schädlings. Ich glaube, es war der Storch. Ja. Also ich würde mal auf den Storch tippen, ja. Es war leider der Waschbär. Doch, der Waschbär. Weil das Klappern zum Handwerk, meine ich, hätte ich noch so in Erinnerung gehabt. Ja, es ist so ein klassischer Spruch natürlich. Und dann haben wir die Abschlussfrage. Welches Antragsformular, muss ich ja auch ein bisschen mit der Verwaltung beschäftigen, findet sich nicht auf der Homepage des Landkreises Marburg-Biedenkopf? A. Chorwesen, Antrag auf Projektförderung. B. Tierschutz, Antrag auf Haltung gefährlicher Hunde. C. Sport, Antrag auf internationale Sportjugendbewegung oder D. Waffenwesen, Antrag auf Waffenübernahme in Erbfolge. Das ist spannend, weil es gibt ja beeindruckende Dinge, die im Formularwesen standen. Ja, genau. Aber die Waffenübernahme in Erbfolge, das wäre jetzt hochinteressant, wenn das sozusagen als Formular auf der Internetseite des Landkreises wäre. Ja. Dann ist es tatsächlich interessant, weil es ist nämlich auf der Homepage. Ah, ja. Was nicht drauf ist, ist der Antrag auf Haltung gefährlicher Hunde. Ach ja. Das scheint wohl irgendwie mehr kommunalmäßig zu sein. Aber auf der anderen Seite habe ich mir diesen Antrag selbst ausgedacht. Ja, so viel zu dem Quiz. Ja. Ich habe natürlich noch jede Menge weitere Fragen für dich, und zwar in Form eines Kandidatenchecks, nur zur Info für euch. Die Fragen haben also alle Kandidaten im Vorfeld erhalten, die ich jetzt gleich stellen werde. Bei dir kam es leider zu ein paar Verzögerungen aufgrund technischer Schwierigkeiten. Du hast meine E-Mail leider nicht bekommen, deswegen muss man auch fairnesshalber dazu sagen, hatte er 2-3 Tage etwas weniger Zeit, sich auf diese Kandidatencheck-Fragen vorzubereiten. Aber nichtsdestotrotz, ich stelle dir jetzt die Frage, werde mich dann auch da im Hintergrund halten und du kannst dann also direkt in die Beantwortung dieser Fragen des Kandidatenchecks gehen. Also ich würde mich zunächst erstmal als meinungsstark und interessiert beschreiben. Ich bin jemand, der handlungsorientiert ist. Das kommt, glaube ich, auch sicher ein bisschen durch meinen Beruf. Ich habe aber auch gelernt, Teamplayer zu sein und sehe gerne Lösungen auch wachsen. So die spontanen Schnellschüsse sind meistens nicht die richtigen Lösungen. Da sehe ich mich immer ganz gut und habe gelernt, ganz gut zuzuhören. Das ist immer ganz wichtig. Das, was aus dem Ersten kommt, ich bin manchmal noch zu ungeduldig. Ich habe über diese Frage mehrere Stunden drüber nachgedacht und bin zu keinem Ergebnis gekommen. Es müsste eine Mischung aus mehreren Leuten sein. Ich glaube, ich bin jemand, der
immer eigentlich versucht hat, einen eigenen Kompass zu finden und dem zu folgen. Und bei den meisten Personen, die ich auf den ersten Blick toll fand, fand ich beim zweiten Blick aber immer irgendwas, so sagst, nee, so will ich nicht sein. Tut mir leid, da kann ich keinen bieten. Ich glaube, ein guter Landrat muss zum einen erstmal seine Verwaltung gut und integrativ und sorgsam führen. Ja, weil da sind nicht nur funktionierende Beamte und Angestellte, sondern da sind natürlich auch Menschen da, die mit ihrem Arbeiten, die sinnvolle Arbeit machen wollen, die an guten Dingen arbeiten möchten. Und ich finde, das ist eine wichtige Aufgabe eines Landrats oder auch von mir aus einer Landrätin, da auch darauf hinzuwirken, dass das möglich ist. Dann sollte, glaube ich, ein Landrat nach außen auch eine klare politische Meinung und eine klare politische Position beziehen können. Denn es ist natürlich immer so, am bestimmten Punkt brauchen alle Orientierung. Und die Meinung, die politische Willensbildung, die fließt ja irgendwann zusammen. Und dann ist natürlich die politische Spitze im Landkreis, die muss die auch klar darstellen und muss sie dann aber auch irgendwie nach außen vertreten und umsetzen. Und das andere, finde ich, ein guter Landrat sollte jenseits seiner Parteizugehörigkeit eben auch dafür sorgen, dass wichtige Beschlüsse, wichtige Vorlagen, die beschlossen werden sollen, auch eine möglichst breite Unterstützung im parlamentarischen Gremium, also im Landkreis finden. Weil breite Unterstützung, ich sage immer wieder auch von demokratischen Parteien, ich muss sagen, dass ich die AfD an diesen Stellen nicht dazu rechne, aber auch dazu führen, dass möglichst viele solche Beschlüsse mittragen können und das gibt dem häufig eine andere Kraft, als wenn es dann sozusagen nur konfrontativ und in der Kampfabstimmung gemacht wird. Naja, seit vielen Jahren habe ich Personalverantwortung. Ich weiß, dass Leute mit viel Engagement arbeiten, wenn sie gute und sinnvolle Tätigkeiten haben. Ich habe eine lange, mittlerweile intensive kommunalpolitische Erfahrung. Ja, habe in vielen Politikbereichen in Marburg sehr intensiv Kommunalpolitik betrieben. Bin seit einiger Zeit, seit 2012 im Fraktionsvorstand, das heißt, da ist man mit allen Themen beschäftigt und vor allen Dingen immer wieder auch außerhalb des Parlaments mit vielen Leuten im Gespräch. Es gibt so Punkte, ich bin seit Jahren Aufsichtsratmitglied in der GEWO-Bau, das heißt, da hat man nicht nur einen tiefen Einblick in Wohnungswirtschaft, in kommunale Wohnungswirtschaft gewonnen, sondern ist natürlich auch immer da mit dem Blick in einem großen Unternehmen drin, dass man als Ganzes im Blick haben muss, wo man aber auch verantwortlich Entscheidungen halt überprüfen und auch mit tragen muss und auch mit herbeiführen muss. Warum man mich wählen sollte? Also das eine, denke ich, als grüner Kandidat zurzeit bin ich Repräsentant der Partei, die als einzige, glaube ich, seit vielen, vielen Jahren glaubwürdig Umweltschutzpolitik treibt, auf die Klimakrise hinweist und seit langem und sehr intensiv Vorschläge und Möglichkeiten zeigt, wie wir damit umgehen können. Ich glaube, ich bin seit vielen Jahren jemand, der mit jungen Leuten was zu tun hat. Ich arbeite an der Schule, ich sehe berufstagtäglich junge Leute und weiß, wie wichtig es ist, jetzt Entscheidungen zu treffen, die die Lebensperspektive von jungen Leuten in den Blick nimmt. Denn die baden das aus, was wir in den nächsten Jahren beschließen werden und machen müssen. Da kommen wir nicht drum rum. Und diesen Blick, den habe ich seit vielen Jahren gewonnen, zum Beispiel im Verwaltungsrat des Jugendbildungswerkes, mit unserer grünen Jugend, mit denen ich sehr gut im Kontakt bin. Und als Weiteres muss ich einfach sagen, ich bin jemand, der das mit Lust und mit Engagement und mit Spaß macht. Und ich glaube, so ein Amt muss man mit Lust und mit Engagement und Spaß betreiben. Dann kann man auch was bewirken und kann halt eben auch viele Leute mitnehmen. Als Erstes würde ich natürlich den Kontakt mit der Verwaltung suchen, weil das ist klar, wenn man an Spitze sozusagen von so vielen Leuten einer Verwaltung steht,
sind es natürlich diejenigen, die die politischen Beschlüsse umsetzen müssen, die sozusagen großen Verwaltungsaufgaben, die man von Bund und Land übertragen bekommen hat. Na, das sind diejenigen, die das machen müssen. Die müssen natürlich mich kennenlernen. Ich möchte die kennenlernen. Das ist, glaube ich, das Erste, was an Pflicht ansteht. Als Nächstes wäre natürlich der nächste Punkt, dass ich dann mit den Fraktionen dort sprechen muss, ne, die im Kreistag da sitzen, weil der Kreistag sieht erstmal so aus, wie er aussieht. Ne, da ist meine Partei gerade nicht in der Verantwortung, das sind SPD und CDU. Aber diese Zeit bis zur Kommunalwahl 2021 im Frühjahr müssen wir dann auch noch gut über die Runden kriegen. Und da ist dann, denke ich, so die Frage zu sagen, wo gibt es die Andockpunkte? Das wären mir wichtige Dinge, wo ich zunächst mal dann im Amt drauf zugehen müsste. Die größten Stärken ist, glaube ich, auch ganz einfach zu sagen. Es ist beeindruckend, wie vielfältig und vielschichtig und gut verteilt die Wirtschaftsstruktur in unserem Landkreis ist. Wenn man guckt, sozusagen vom Perftal waren wir eben schon mal, Breitenbach rüber über die Stadt Marburg, bis auch dann in Richtung Gladenbach, Kirchhain. Es ist eine sehr vielfältige Wirtschaft da, die nicht abhängig ist von einer oder zwei Branchen, das heißt sehr breit aufgestellt ist, in Teilen sehr innovativ ist, ja, und mit vielen Global Playern. Ich glaube, das ist eine der großen Stärken im Kreis. Wir sind im ländlichen Raum. Das bietet vielen Menschen, glaube ich, auch ein schönes Leben, wenn man wohnt. Auch außerhalb von Sossenheim und Berlin-Kreuzberg kann das Leben sehr schön sein. Na, grün haben wir hier viel im Landkreis. Menschen können draußen sein und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig heutzutage. Und wir haben eine Universität mittendrin, wo immer wieder viele Leute rauskommen mit neuen Ideen, die jung sind, die Dynamik haben und das auch in unseren Kreis, in unserer Wirtschaft, in unser soziales Miteinander, in die Kultur mit reintragen. Das ist, glaube ich, ein Reichtum. Was ist die größte Schwäche? Ich glaube, die größte Schwäche, die ich zurzeit kenne, ist die mangelnde Zusammenarbeit zwischen dem Landkreis auf der einen Seite und den Kommunen im Landkreis mit der Universitätsstadt Marburg. Ich kenne das von Marburg aus. Ich habe es immer als unwürdig gefunden, dieses Gezerre. Das zahle ich nicht, das gehört dem Kreis und umgezählt, wir haben das bei Radwegen, ja, solange ich da bin, ich habe es nie verstehen können. Ja. Und diese Zusammenarbeit, die muss irgendwie deutlich mehr gefördert werden, weil ich denke, bei dem, was uns in Zukunft an Aufgaben dasteht, da ist Vernetzung, Kooperation sehr, sehr wichtig. Ja, okay. Noch zu den Chancen und Risiken kurz. Die Chancen und Risiken. Chancen, denke ich, sehe ich ganz klar, das kommt aus dem Punkt 1, das muss man vertiefen. Wir sind noch in der Nähe des Rhein-Main-Gebietes, ja, die Main-Weser-Bahn. Das zeigt sich, ist nach wie vor viel mehr als die Lahn. Ja. Heute sind es die Eisenbahnen, früher waren es die Flüsse. Faktisch so ein pulsierender Strang, der da durchgeht. Wir müssen das, was an wirtschaftlichem Potenzial da ist im Kreis, und das ist wirklich da, denke ich, das braucht Unterstützung, da wo es Unterstützung braucht. Das braucht viel mehr, denke ich, öffentliche Verankerung auch, um zu gucken, ja, hier gibt es attraktive Arbeitsplätze im Kreis. Ja? Hier gibt es vielfältige Möglichkeiten, Berufe zu erlernen, noch nicht genug, da kann man noch viel mehr machen. Ja? Und das sind, glaube ich, Stärken, die da sind, damit Leute nicht abwandern müssen, aber auch Leute von woanders hinkommen müssen. Es gibt nicht nur strukturschwache Gebiete in der Republik, sondern auch schwache. Ich denke, die Risiken und Schwächen liegen darin, wir dürfen nicht zulassen, dass die Randgebiete in unserem Landkreis, die es ja auch gibt, ja, dass die weiter abgehängt werden. Wer irgendwann mal einen Blick geworfen hat auf Landkarten, wo Immobilienpreise oder Grundstückspreise drinstehen, der sieht sehr genau, dass wir Ecken haben, wo wir Angst haben, dass diese Ecken ausdünnen werden. Und ich glaube, das steht keiner Region gut an, wenn sie sowas zulässt. Ja, zunächst
denke ich, ganz wichtig und schnell ist das Thema Verkehr. Das Verkehr, Thema Verkehr mag ich auch nicht gesondert behandeln, möchte ich nicht gesondert behandeln, einzeln behandeln. Ich möchte es mit dem Thema Wohnen verknüpfen. Denn man ist ja immer irgendwo unterwegs und meistens ist man an der Arbeit oder zu Hause. Und Verkehr ist, hat zwei Schwerpunkte, nämlich die Mobilität im ländlichen Raum. Ich denke, da müssen wir noch viel mehr an Möglichkeiten schaffen, jenseits des PKWs. Denn wir alle wissen, Verkehrswende ist der Bereich unserer Klimapolitik, die noch am wenigsten irgendwo in die Gänge gekommen ist, sondern ganz im Gegenteil, da werden wir immer schlimmer. Dann die Verkehrsbeziehungen aus den Umlandgemeinden zur Universitätsstadt Marburg. Ja, die Stadt Marburg hat große Probleme damit umzugehen, aber auch alle, die natürlich nach Marburg einpendeln, und das sind ja sehr viele, das wird immer unterschätzt, die müssen irgendwie in die Stadt Marburg reinkommen, und auch die wissen, wenn man das Auto nur nehmen muss, dann muss man Parkplätze suchen und dann steht man auch im Stau, selbst nur zu sagen, ne, in unserer großen Weltstadt Marburg kennen wir das Thema Stau, ich glaube noch nicht so schlimm wie in vielen anderen Städten, aber an diesen Punkten, glaube ich, ist viel zu machen, und ich glaube und ich bin mir sehr sicher, wenn Landkreis und die Stadt an diesen Stellen viel mehr kooperieren und auch mal ein bisschen irgendwie über ihre eigenen Schatten springen, wer was gerade finanzieren soll und wer gerade an welcher Stelle mal eine Kompetenz auch mal abgeben kann, da ist da sehr, sehr viel zu machen. Es ist jetzt nicht sozusagen der Vorschlag der Seilbahn, wie die CDU eingebracht hat, von Gosfelden aus zu den Beringwerken. Ich glaube, das ist relativ sinnlos. Aber mit innovativen Verkehrskonzepten, wo man auch prüfen soll, wie das zum Beispiel mit einer Seilbahn aus der Stadt Marburg raus ist, zu den Beringstandorten. Da sind täglich Tausende unterwegs, ne, die halt eben auch ansonsten noch durch die enge Stadt fahren. Oder oben auf die Lahnberge mit einer großen Universität, mit einem großen Klinikum, wo täglich bis zu 20.000 Fahrten anstehen. Ich denke, da muss man auch mal über Schatten der Vergangenheit springen und an diesen Stellen weitermachen. Mobilität ist mir ganz wichtig, weil Wohnen ist mir ganz wichtig, weil alle Leute, die irgendwo in die großen, dahin streben, wo Arbeitsplätze sind, die fahren dann irgendwann dahin. Und ich glaube, das ist nicht das Konzept der Zukunft. Arbeitsplätze sollen vor Ort sein, aber auch das Wohnen soll vor Ort interessant sein. Und da ist es so, dass das Land und die Universitätsstadt Marburg, die haben Wohnungsbaugesellschaften, der Kreis hat es nicht, der hat kleine Beteiligungen, Ortschaften oder Gemeinden haben kleine Beteiligungen bei der Hessen-Nassauischen. Ich finde, da ist ein Punkt, wo der Landkreis viel mehr aktiv werden kann. Mietwohnungen in den Umlandkommunen zu schaffen, eben um da auch attraktive Wohnmöglichkeiten zu erhalten, jenseits des Einfamilienhauses, weil eben auch dort jüngere Menschen dann auch mal ausziehen wollen, und die müssen nicht nach Marburg ziehen, die sollen auch von mir aus gerne oder viel lieber in Kirchhain oder in Gladenbach oder in Stadt Allendorf oder in Biedenkopf wohnen bleiben. Hauptziel natürlich ist es irgendwie klar, wir müssen mit Umweltschutz, Artenschutz, Klimapolitik ganz schnell anfangen. Und mir wäre da ein Anliegen zu sagen, naja, da muss aber auch der Landkreis als Verwaltung, ne, als großes Unternehmen vorangehen. Da wäre eine meiner Sachen ziemlich schnell in den Gang zu setzen, zu sagen, wir müssen sehr schnell einfach eine klimaneutrale Kreisverwaltung umsetzen, um zu zeigen, es geht. Dann ist es so, das steht uns in den Schulen, der Landkreis ist der Schulträger außerhalb der Stadt Marburg, da steht uns der Digitalisierungspakt jetzt vor der Tür, da wird bald sehr viel Geld fließen und da werden Schulen dastehen, die immer noch nicht ganz genau wissen, was sie jetzt eigentlich dazu machen können. Der Landkreis wird halt derjenige sein, der diese Ausstattung mit dem Bundes- und Landesgeld halt bezahlen wird und kaufen muss. Und ich sehe noch nicht so richtig ganz, wo das Konzept dabei sein wird, dass das zum einen nur als, sag ich mal, eine verwaltungsvereinfachende und kommunikationsvereinfachende Angelegenheiten in den Schulen werden soll, aber auch, wie das im pädagogischen Alltag sinnvoll eingebracht werden soll. Da kann Landkreis aktiv werden, jenseits des Verwaltens der Gelder von dem, was man dann an die Schulen bringt. Ich glaube, ehrenamtliche Arbeit oder ich sage lieber eigentlich freiwilliges Engagement, weil es muss nicht mit Amt sein.
finde ich, das ist so ein bisschen der soziale Kitt und das Herz unserer Gesellschaft. Ja? Ob das jetzt in der Feuerwehr ist, ob das im Kulturverein ist, ob das in der Altenhilfe ist oder auch einfach nur ganz ohne Organisation zu Hause in der Nachbarschaft, ist das, was alles irgendwo zusammenhält. Und ich finde, das müssen wir fördern, weil wir können nicht alles beruflich erledigen. Dafür gibt es, glaube ich, weder das Geld noch die Kapazität, wer soll es denn alles machen. Ich glaube, da sind wir immer alle gefordert. Und wenn alle an dieser Stelle sich ein bisschen engagieren, ein bisschen mitmachen, gucken in ihrer Gesellschaft, ob es im Sportverein ist oder sonst irgendwo, dann geben wir uns irgendwie miteinander so viel und das hält uns zusammen. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Das ist eine sehr schwierige Frage. Man muss natürlich ganz ehrlich sein, ein Landkreis ist nicht so da dran wie die einzelnen Gemeinden und Städte bei uns. Ich finde, Bürgerbeteiligung, das nennt man ja no, die sollte anlassbezogen sein und sollte dahin gehen oder da stattfinden, wo es auch wirklich Sinn macht. Ich finde, Beteiligung soll so angelegt sein, dass die Ergebnisse nicht von vornherein feststehen. Weil all diejenigen, die sich ernsthaft und mit Engagement beteiligen, müssen im Nachhinein sehen können, dass sie in Entscheidungsprozessen, dass sie in Ergebnissen auch sich wiederfinden können und dass das Ganze nicht nur ein Legitimationsprozess war, wo irgendwie sich im Prinzip dann eine politische Spitze dann das Schulterklopfen und na, wir haben ja alle was zusammengemachtes stehen bleibt. Das ist die sogenannte Beteiligungsfalle, da möchte ich nicht reinrennen. Ich glaube, auf dem Land, ich bin ja auch auf dem Land groß geworden und bin auch nicht in die Großstadt geworden, ich bin ja in der mittleren Stadt dann hängen geblieben. Ich glaube, es ist ein hohes Gut, wenn man eben auch nach der Schule, nach Ausbildung oder in der Ausbildung in seinen Bezügen, in seinen Freundschaften, im Dorf, in der Stadt weiterleben kann, weil das ist das, was man in der großen Stadt nicht immer findet. Ich glaube, die Chancen, die Stadt halt bietet, sind sehr häufig nicht für alle wahrnehmbar, weil die gar nicht für alle da hat. Und das Leben zu Hause, nur in der Nähe der Eltern, mit den Freunden, im Verein, ein Betrieb, der in der Nähe ist, wo man auch irgendwie mal ein bisschen sozusagen, wo man die anderen nicht nur an der Arbeit sieht, sondern auch nur beim Fest oder beim Wandern oder sonst was. Ich glaube, das ist etwas, was eine tolle Sache ist und nebenbei müssen wir das auch als Politik fördern, denn es ist klar, wir haben hier eine Gegend, habe ich eben gesagt, noch mit einer sehr vielfältigen Industrie, aber die braucht auch Arbeitskräfte. Diese Arbeitskräfte, die wachsen hier sozusagen qua Geburt nach, aber wir müssen sie halten mit attraktiven Ausbildungsmöglichkeiten, mit attraktiven Arbeitsplätzen und ich glaube, dann bleiben die Leute auch hier. Ich glaube, die Technische Hochschule Mittelhessen, die THM, die hat uns das gezeigt, wie das geht. Und da gibt es noch durchaus Möglichkeiten, das dann auch noch in Richtung Kirchheim, Stadt Allendorf noch mal besser auszuweiten. Weil Leute, die hier die Chancen bekommen, ja, eine gute Ausbildung zu haben, einen guten Arbeitsplatz zu haben, die werden das auch nutzen und werden auch hier bleiben. Die drei dringendsten Herausforderungen. Ja, es ist immer schwierig, glaube ich, von dringendsten Herausforderungen zu sprechen. Für mich ist es natürlich generell immer, dazu bin ich auch grüner, sind die Herausforderungen, die die Klimakrise uns auferlegt. Das ist aber auch nicht so ganz abstrakt, denn wir haben ja spätestens nach dem letzten Sommer festgestellt und auch dieses Jahr war bis jetzt noch viel zu trocken und auch zu warm, dass wir in unseren Wäldern und in der Landwirtschaft natürlich Leute haben, die Verlierer sein werden der Entwicklung der nächsten Jahre. Die müssen wir unterstützen. Und ich glaube, das ist eine ganz dringende Angelegenheit, denn ohne Landwirtschaft und ohne unsere Wälder, die wir haben, das ist ein hohes Gut. Unsere vielen großen Buchenwälder, die wir hier in unserem Kreis haben, das sind einer der waldreichsten Kreise der Republik, ja, das ist eine tolle Sache, wo wir auch eine Verantwortung haben, das zu hüten und das zu pflegen für andere. Eine Herausforderung, die gar nicht viel gesehen wird, aber ich glaube, das ist eine Herausforderung, die jetzt bald auf uns zukommt und ganz schnell, ist die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes. Ja?
Das ist so ein bisschen im Schatten, weil es vermeintlich ja nur Leute mit Behinderungen, Beeinträchtigungen im Alter oder sonst wie trifft. Das sind aber eine ganze Menge Leute. Und da ist es so, dass das Bundesteilhabegesetz ja zum 01.01.2020 voll in Kraft tritt. Wir sind nicht der Meinung bei den Grünen, und ich habe mich da überzeugen können, sowohl bei der Landrätin als auch beim Oberbürgermeister der Stadt Marburg, dass die Vorbereitung da bislang gut ist. Ja, ich denke, da wird sehr viel untereinander geredet, weniger aber mit den freien Trägern. Das sind nämlich die Leute, die halt nah an den Betroffenen dran sind, und das ist mir ganz wichtig. Und ich glaube, das ist eine Herausforderung, die jetzt ganz schnell und ganz gut zu bewältigen sein wird. Als Grüner bin ich so realistisch zu sagen, klar, Grüne sind noch nicht so weit, dass ihnen große Mehrheiten auch folgen. Andererseits muss man auch sagen, nach den Ergebnissen von Landtagswahl und Europawahl, muss ich sagen, naja, da sind noch nicht alle Würfel gefallen. Für mich ist so ein bisschen so ein Ziel zu sagen, doch in die Stichwahl zu kommen, und wenn man in der Stichwahl ist, dann werden eh alle Würfel wieder neu gewürfelt und alle Karten werden neu ausgespielt und dann wird es spannend. Ansonsten ist es mir auch aber auch eine wichtige Sache, ne, nochmal auf unsere grünen Positionen hinzuwirken und klarzumachen, es gibt eine Alternative zu den beiden Kandidaten, also zur Landrätin und zu Herrn Pöppler, ne, von der CDU, die halt eben diese für mich letztendlich doch sehr initiativlose und handlungsarme Koalition im Kreishaus repräsentieren. Oh, ich werde natürlich weiterhin Kommunalpolitik betreiben. Da gibt es genügend zu tun, auch in den nächsten Jahren. Ich werde das innerhalb der Partei natürlich auch kreisweit machen, werde das als Stadtverordneter in Marburg noch machen. Auch da gibt es viel zu tun. Werde natürlich noch mit vielen anderen in meiner Partei mich auf die nächsten Kommunalwahlen vorbereiten, weil ich hoffe mal und denke mal, dass dann nochmal Würfel anders gefällt werden und wir die großen Koalitionen loswerden und dass Bewegung in die Sache kommt. Naja, und im Alltag, ne, wenn man guckt, wo ich hier sitze, ich werde natürlich weiterhin dann auch meinen Beruf ausüben und werde auch weiterhin zu Hause jemand sein, der auch gerne mal zwischendurch das Buch nimmt und liest und auch mal die Welt Welt sein lässt. Ist auch schwer. Aber ich habe das neulich mal, als ich mit meiner Liebsten abends unterwegs war, wo wir dachten, wir gucken mal Sterne, da war es allerdings bewölkt. Das ist die Burgruine Frauenberg oben. Das ist ein so toller Blick, wo man fast den ganzen Landkreis überblicken kann mit so diesen vielen Sichtbeziehungen, die da sind. Und natürlich kann man dann auch über die oben blicken und das schöne Kirchhain von da oben sehen. Und wenn es dann dunkel wird, sieht man das erstrahlt. Und wenn die Polizei oder der Krankenwagen hinfährt, sieht man das Blaulicht ganz lange. Ein anderer Mensch sein, als ich heute bin. Viel näher an den Bürger und Bürgerinnen des Landkreises als ein Landkreis, als ein Landrat das jemals sein kann. Sehr gemischt. Ich glaube, die Kombination Fischbach-McGovern hat den Kreis in vielen Punkten, aber auch finanziell sehr gut vorangebracht. Ich glaube, in den letzten Jahren, die Große Koalition hat vieles weitergeführt. Teilweise auch gar nicht mal schlecht, aber letztendlich ist sie sehr initiativlos geblieben und ich finde, da sind Jahre liegen geblieben, wo man hätte schneller und besser vorankommen können. Dass Politik häufig nicht Beschlüsse, Diskussionen, Prozesse nachvollziehbar macht in einer Art und Weise, dass viele Leute es verstehen können, warum etwas so ist. Oder damit auch ihre Kritikpunkte genauer formulieren können. Ich glaube, heute ist es manchmal so, das Wort Transparenz wird dann benutzt, wenn man etwas nicht so klar und nachvollziehbar machen will. Ich werde auf jeden Fall als Stadtverordneter immer gerade im Rücken, wenn irgendjemand vor mir sitzt und sagt, das müssen wir mal in einem transparenten Verfahren erläutern. Mit Freude, Spaß und Mut
an ihrem eigenen Schicksal, an ihren eigenen Geschicken und aber auch unserer gemeinsamen Entwicklung, an so einem gemeinsamen Kreis im Ort, im Dorf, in der Stadt und in unserer Region weiter basteln, weil es lohnt sich. Wir leben in der schönen Ecke Deutschlands und das können wir auch weiter fortführen. Ja, liebe Wählerinnen, liebe Wähler im Landkreis und vor allen Dingen natürlich in Kirchhain, ich bitte Sie zunächst, gehen Sie zur Wahl am 8. September. Ich glaube, das ist eine wichtige Sache. Demokratische Personen, demokratische Parteien brauchen ihre Unterstützung in Parlamenten, in Verwaltungen, in politischen Ämtern. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mir als Grünem, der bin ich ja, Ihre Stimme geben würden. Ich bin, glaube ich, derjenige unter den Kandidaten, der seit vielen Jahren an dieser Stelle sich für Umweltschutz, sich gegen den Klimawandel engagiert, der soziale Kompetenz und soziale Verantwortung seit vielen Jahren praktiziert in der Politik. Und ich glaube, ich bin derjenige, der nachdem es jetzt im Kreishaus lange, muss man sagen, still und auch letztendlich blockiert war, derjenige, der jetzt in der Lage wäre, frischen Wind da reinzubringen. Sie haben es vielleicht in der Zeitung gesehen, ich habe einen grünen Besen zu Hause und grüne Besen kehren gut. Ich habe dann natürlich auch noch die eine oder andere Anschlussfrage. Erstmal grundsätzlich so gefragt, was wäre denn eine Frage deiner Meinung nach oder eine Frage, die deiner Meinung nach ein Landratskandidat oder eine Kandidatin beantworten sollte? Mhm. Fällt dir da was ein? Ja, das sind jetzt diese Fragen, ne? Muss ich jetzt mal sagen, die kommen dann zum Teil dann auch von der OP oder so, dass man die Frage stellen soll, die dem Redakteur nicht eingefallen ist. Das finde ich auch immer ganz lustig. Ja. Aber du bist ja mehr in der Thematik drin. Ich glaube, es gibt eine Frage, die glaube ich, weil es ist ja immer so, bei Personenwahlen ist es ja so, da geht es ja auch um Personen. Mhm. Ja, politische Positionen, politisches Rückgrat, politischen Rückgrat durch eigene Partei und Fraktionen sind immer ganz wichtig. Aber es ist auch immer, glaube ich, ganz wichtig zu gucken, was ist das für eine Person? Warum sitzt die da eigentlich? Und eine Frage, die ich eigentlich selten gehört habe, ist diejenige, und ich glaube, das wäre auch eine Frage an eine Landrätin oder einen Landrat, sag mal, was hat es eigentlich oder was hat dich bewegt, was ist es gewesen, dass du, der du ja nicht, mal gut, Kollege Pöppler kommt ja, glaube ich, aus Kirchhain, ja, ja. Ich halt nicht, dass du hier in der Gegend hängen geblieben bist. Mhm. Ja, dann gebe ich die Frage doch gleich mal an dich weiter. Genau. Ich fand es einfach schön hier. Zum einen war es so, ne, meine Eltern wohnen eine Autostunde von hier entfernt oder wohnten, sie sind ja nun beide tot. Mhm. Von daher gesehen war es für mich nicht so fremd. Ich habe immer auch mal so kokettiert, weil auch Schulfreunde dahin gingen mit Berlin. Aber Berlin war mir viel zu groß. Das war mir viel zu anonym und viel zu fremd. Ich finde es nach wie vor eine tolle Sache. Ich wohne mitten in Marburg, aber es gibt in Marburg keine einzelne Stelle, wo man nicht innerhalb von 15 Minuten im Wald ist. Das ist mir sehr wichtig. Und in der Phase meines Lebens, wo ich hätte vielleicht weggehen können, wo sich Möglichkeiten auch ergeben haben, ja, da habe ich meine Liebste kennengelernt und dann irgendwann haben wir dann ein Kind zusammenbekommen. Ich habe hier dann auch spannende Arbeiten gefunden, habe mich weiterentwickeln können und habe immer mehr in jedem Schritt wieder neue Leute kennengelernt. Und der Radius, sozusagen aus meinem kleinen Bekanntenkreis während des Studiums, wurde immer größer und reicht mittlerweile bis weit über Marburg hinaus, bis Kirchhain oder Stadt Allendorf, da kenne ich Leute. Ich kenne Leute aus Gladenbach, aus Biedenkopf, obwohl das meine alte Richtung ist, nach Hause. Eigenartigerweise weniger, aber das würde ich dann auch gerne mal wieder nachholen. Okay, also ihr hattet die Möglichkeit, Fragen zu stellen, und zwar Nutzerfragen unter die Vorankündigung zu diesem Kandidatencheck. Da haben natürlich die Kandidatinnen und Kandidaten auch reinschauen können und haben eure Fragen gelesen. Wie gesagt, heute ist der 20. Juli, das heißt also, vielleicht kommen noch Fragen, die du jetzt nicht mehr beantworten kannst, zumindest nicht hier vor der Kamera, aber du würdest dich wahrscheinlich auch dazu bereit erklären,
dann Fragen, die später oder nach der Ausstrahlung kommen oder auch nochmal unter dieses Video, könnt ihr natürlich auch Fragen stellen, da nochmal reinzuschauen und dann kannst du die ja nochmal schriftlich beantworten. Gerne doch. Okay, aber kommen wir zu der ersten Nutzerfrage. Und zwar gab es natürlich auch Leute, die mir anonym Nachrichten geschickt haben, die ich dann dementsprechend jetzt weiterleite. Und zwar fragt anonym, planen Sie nach Ihrem Amtsantritt eine Auslandsreise in Ihrem neuen Amt? Eine Auslandsreise würde ich als sowas nicht sagen. Nur wenn ich mir zum Beispiel überlege, dass wir einen Partnerkreis in Polen haben, ist es natürlich klar, dass ich dann irgendwann natürlich als neuer Landrat mich auch dort vorstellen möchte. Ich werde weder nach Japan noch nach San Francisco als Landrat fliegen. Das ist nicht nötig. Ich glaube, darauf zielt die Frage wohl ab. Eine anonyme Frage aus Ebsdorf haben wir auch. Was sagen Sie zum Thema Windkraft, insbesondere zum Aufstellen neuer, höherer Anlagen in Waldgebieten? Genau. Ja, das Thema Windkraft halte ich für wichtig. Das wird uns Grünen ja immer gerne sozusagen angehängt. Ich muss nur darauf hinweisen, es gab den Klimagipfel, den Energiegipfel hier in Hessen, wo alle Parteien, die damals dabei waren, außer der Linken, zugestimmt haben, dass wir 2% unserer Landesfläche als Vorrangflächen für die Windkraft zur Verfügung stellen, als Voraussetzung dafür, dass wir die Klimawende schaffen können. Ich bin auch der festen Überzeugung, dass wir an dieser Stelle weitermachen müssen. Und ich halte es für ein schwieriges Argument zu sagen, aber nicht im Wald. Weil Windkraft wird sicher die nächsten 40, 50, 60 Jahre auch eine Übergangstechnologie sein. Aber es wird eine Übergangstechnologie sein, die wir wieder abbauen können. Die jetzigen Kohlekraftwerke, die sind ja, machen ja nicht nur den Dreck in die Luft, die sind ja auch selber äußerst dreckig, die baut man auch nicht in 3 Wochen ab. Und all das, was wir im jetzigen konventionellen Strommix haben, ja, ist bis auf das, was erneuerbar ist, dreckig und für uns eine sehr, sehr, sehr langfristige Bürde. Die Frage mit den immer höheren Windmühlen ist eine äußerst missliche. Da ist Berlin dran schuld, dadurch, dass sie die Ausschreibungskriterien für diejenigen, die es machen wollen, ob das nun große Projektierer oder kommunale Windenergiegenossenschaften sind, die Bedingungen dafür werden immer schwieriger und man muss immer effektivere Geräte, das heißt, je höher, desto mehr Wind aufgestellt werden. Das finde ich nicht unbedingt sehr gut. Ich muss aber auch gleichzeitig sagen, wenn Leute sagen, ja, das verschandelt das Landschaftsbild. Wer einmal im Rheinland war und in Garzweiler in diese großen Flächen geblickt hat, der wird sich das nochmal genau überlegen, ob das wirklich eine Verschandlung des Landschaftsbildes ist oder was da passiert. Ich glaube, das ist viel, viel, viel schlimmer. Und ich plädiere dafür, diese Übergangstechnologie in Kauf zu nehmen. Denn wir werden, wenn wir das nicht machen, damit wir werden erleben, dass sehr viel mehr Rotmilane verhungern, anstatt irgendwo von Not noch vom Windrad erschlagen zu werden, was natürlich passieren kann. Die nächste Frage, die wir haben. Edgar Heurich aus Stadtallendorf fragt, würden Sie für eventuelle Fehlentscheidungen nicht nur die Verantwortung tragen, sondern sich auch persönlich mit Gehaltsverzicht und oder Pensionsverzicht am angerichteten Schaden beteiligen? Ich glaube, so funktioniert Politik nicht, weil das würde heißen, wenn eine Entscheidung ein besseres Ergebnis hätte als ursprünglich vorgesehen, dass man dann ja auch einen Bonus kriegt. Dann müsste als nächstes sozusagen jemand auch da sich dahinstellen oder ein Gremium sagen, nur, was ist denn jetzt die falsche Entscheidung gewesen? Und außerdem Entscheidungen in der Politik fällt niemals eine Person alleine. Da sind ja immer sehr, sehr viele dran beteiligt. Ja. Und Verantwortung übernehmen, das ist immer klar. Wo man selbst was mit verbockt hat, muss man die Verantwortung damit übernehmen. Allerdings, ich glaube nicht, dass die fragende Person an dieser Stelle in ihrem Leben alles richtig gemacht hat und von daher gesehen mit bestem und reinstem Gewissen die eigene Rente auch genießt. Okay. Volker Breustedt aus Wetzlar fragt, wo sehen Sie die Aufgabe des Landkreises im Thema Arbeitsmarkt und wo sehen Sie die Zusammenarbeitsform mit der Arbeitsagentur Marburg? Genau. Natürlich, die Arbeitsagentur Marburg ist eine ganz wichtige Stelle neben dem Kreis Jobcenter. Arbeitsmarktaufgaben habe ich eben schon mal gesagt. Ich finde, es gibt Ausbildungsberufe, die bei uns noch besser gefördert werden müssten oder eingerichtet werden müssen.
wir haben das Thema in manchen Branchen mit Fachkräftemangel. Das ist auch nichts Originelles, wenn ich das sage. Aber da ist es, glaube ich, ganz wichtig, in der Vernetzung mit den Firmen, im Zusammenbringen der Akteure, ne, dann auch mit der Arbeitsagentur an dieser Stelle zum einen zu gucken, wie können wir Ausbildung, Fortbildung, Weiterbildung hier so organisieren im Landkreis, eben auch mit den Schulträgern, da spielt die Stadt Marburg auch eine Rolle, dass wir diesem Arbeitskräftemangel entgegenwirken können und natürlich nach außen strahlen können und sagen können, bei uns gibt es diese Möglichkeiten. Wenn ihr das woanders nicht habt, bei uns im Landkreis Marburg-Biedenkopf, findet ihr diese Sachen. Und ich glaube, das ist ein Punkt, der sehr lohnenswert ist. Dann hatten wir nicht nur Fragen, sondern wir hatten auch ein paar Anmerkungen, oder besser gesagt eine Anmerkung von dem Nutzer Retep Sedop aus Lolla. Und zwar hat er geschrieben, alle fünf unwählbar, 3 Ausrufezeichen, da brauche ich gar keine Fragen zu stellen. Diese Parteien haben das Land in die Grütze gefahren. Warum sollte die noch jemand wählen? Löst euch auf und verlasst Deutschland endlich. Das ist sicher ein Appell, das kann man sicher so sagen. Aber ich glaube, man sollte sich da nicht allzu lange mit beschäftigen, weil, denn wenn man nämlich mal sich die Wahlen anschaut, ja, ist es das Gros aller Leute, die zu Wahlen schalten, ja, wählen ja gerade die Parteien, die er am liebsten auflösen möchte und wo wir sozusagen die Konsequenz ziehen sollen, das Land zu verurteilen. Und ich finde es immer toll, wenn jemand aus Lolla den Leuten in dem Landkreis Marburg-Biedenkopf erzählt, was sie zu tun haben. Okay, dann hatten wir wieder eine anonyme Frage. Wir haben in unserem Betrieb, ist ein Handwerksunternehmen, Probleme damit, die anfallende Arbeit bewältigen zu können, da wir keine neuen Fachkräfte oder Auszubildende finden. Was wollen Sie gegen diesen Notstand unternehmen? Gut, ich habe ja eben dazu schon was gesagt. Das wäre dann nochmal spannend zu gucken, was es für ein Betrieb ist, welchem Handwerksbetrieb. Da kann ich jetzt leider nicht sagen. Ich kenne das Problem. Ich meine, ich bewirtschafte ja hier auch ein Haus und bin sehr froh darüber, sehr langfristige Beziehungen zu Handwerkern zu haben. Wenn ich da frühzeitig anmelde, kommen die auch. Wie gesagt, es ist diese Frage. Es gibt natürlich noch andere Punkte, wo man irgendwie außerhalb des Landkreises aktiv werden kann, über die Spitzenverbände, die kommunalen Spitzenverbände. Wenn man sich das zum Beispiel anschaut, ich habe neulich gesprochen mit einem kleinen Unternehmen, einem Planungsbüro, die projektieren Solaranlagen. Und er sagt, na, die Handwerker, mit denen ich zusammenarbeite, sei es die Zimmerleute mit den Dächern, die Dachdecker, sei es die Installateure, die warten drauf, Leute einzustellen, aber weil Berlin diesen Deckel auf die erneuerbaren Energien gelegt hat, ja, das gibt es ja immer noch. Man muss sich das klar machen, worüber wir reden in der Welt. Da ist für nächstes Jahr dieser Deckel drauf, dass nicht mehr an Anlagen gefördert irgendwo hingebaut werden darf. Die stellen nicht ein, weil sie nicht wissen, was dann passiert. Und ich finde, da muss Politik auf allen Ebenen klar machen, irgendwo, wir wollen diesen Deckel nicht, weil überall sitzen überall die Leute, die in die Hufe kommen wollen, die wissen, was sie machen wollen und nur an dieser Stelle nicht einstellen können oder niemanden finden, weil die Branche verunsichert ist. Ja, das waren eigentlich soweit die Nutzerfragen. Es ist schade, dass es nicht noch mehr geworden sind, aber ich meine, wir haben jetzt auch schon sehr viel Zeit miteinander verbracht. Ja. Nichtsdestotrotz habe ich trotzdem noch eine kleine persönliche Abschlussfrage. Und zwar, was würdest du denn sagen, oder welche Vorurteile über Kreispolitik, Kommunalpolitik ärgern dich denn eigentlich am meisten? Oder auch Kreis- und Kommunalpolitiker? Ja. Also es gibt ja gewisse Vorurteile, ja, die allseits bekannt sind. Es gibt manchmal, ich fahre ja seit vielen Jahren im Bus und manchmal hört man das im Bus und man muss sich zusammennehmen, um sich nicht umzudrehen, wenn dann Leute, die sich wenig mit irgendwas beschäftigt haben, sagen, ach, die stecken es doch alle nur in die eigene Tasche. Ja, von den Aufgaben, die ich in der Politik, und ich weiß das ja auch von ganz, ganz vielen anderen, über die Parteigrenzen, Fraktionsgrenzen hinaus, erfülle, die ich wahrnehme. Da ist sehr viel Zeit. Andere würde sagen, das ist ein Teilzeitjob. Dafür kriege ich eine geringe Aufwandsentschädigung. Ne? In Stunden wäre man da weit entfernt von einem Mindestlohn. Darum geht es auch gar nicht. Und dann wird dann gesagt, ja, da sitzt er da im Aufsichtsrat. Eine Aufsichtsratssitzung, für die ich mindestens 3-4 Stunden Vorbereitung brauche, die 2 Stunden dauert, kriege ich 50 Euro Aufwandsentschädigung. Wenn das in die eigene Tasche stecken ist, ne, dann weiß ich nicht, dann machen es alle, dann kann es aber auch gar nicht schlimm sein.
Ja, soweit erstmal vielen Dank. Mhm. Ich habe noch, ich hatte es ja eben gerade schon mal angekündigt, natürlich noch ein kleines Quiz vorbereitet. Nur ganz kurz für dich und die Zuschauer. Wir haben hier, ihr erkennt es vielleicht auch, die Karte des Landkreises Marburg-Biedenkopf. In Orange sehen wir so die größeren Straßen im Landkreis. Und in Weiß, das sind die Flüsse, die wir haben. Ein Tipp, den ich auch anderen gegeben habe, gebe ich dir natürlich auch. Das ist die Lahn. Genau. Ja, genau. Und da bin ich groß geworden. Ja, irgendwo da hinten. Ja, hier so, ja. Ja, wir haben 190 Ortsteilgemeinden im Landkreis Marburg-Biedenkopf oder knapp 190. Und natürlich muss man als Landrat ja auch den Landkreis repräsentieren können. Und da kennt man ihn natürlich aus dem FF. Deswegen haben wir ein kleines Spiel. Du darfst aus diesem Umschlag, da sind nämlich alle Ortsteilgemeinden drin, darfst du rausziehen und dann dementsprechend, wir machen das immer in Zweierblöcken, dann irgendwo hinpinnen, also den Pin einfach durch das Schildchen und mit dem Schildchen da reinstecken, wo du denkst, wo dieser Ortsteil genauer liegt. Ja, da gab es auch schon andere. Und dann kannst du dir einen von beiden Ortsteilen aussuchen, über die du was erzählst. Du hast einen Joker frei in diesen drei Runden. Ja. Und zwar, wenn dir jetzt zu keinem der beiden Ortsteile was einfällt, kannst du sagen, ich würde gerne was zu der Kerngemeinde sagen. Das ist ein einmaliger Joker. Ja. Es sei denn, du ziehst irgendwann die Kerngemeinde. Was dann passiert, sage ich dir aber dann. Ja. Ich gebe dir mal diesen Umschlag. Ja. Und dann darfst du die ersten zwei Ortsteile Teilgemeinden mal raussuchen. Gut, da ist eine. Da haben wir Stadthausen. Stadthausen kenne ich. Das sollte nicht so ein Problem sein. Das sollte nicht so ein Problem sein. Und dann ist Rostock. Rostock. So, dann pinne sie doch erstmal dorthin, wo du denkst, wo sie liegen. Fange ich damit rot an? Ja. Gut. Also, spieße am besten auch gleich hier mit durch. Jetzt fangen wir mit Rostock an. Rostock würde ich jetzt mal da rum. Ich würde mal so hier hin machen, da so. Das müsste irgendwie das? In etwa so funktionieren. So. Achso, da oben. Das Rote. Stadthausen. Ja, wo sind denn jetzt die? So, Stadthausen. Da hin. Ich will rüber. Mache ich mal hier hin, ne? Das kommt dann, glaube ich, eher so hier hin. Ne? So. Ja. Da so. Ist okay. Ja. Stadthausen. Ich kann über beides. Wenn du möchtest, kannst du das auch. Aber du musst nur über einen. Das sind beides Dörfer, die ich mit Essen verbinde. Okay. Mit Essen verbinde. Und zwar Rostock. Ich habe in der Wohngemeinschaft länger in Schröck gewohnt. Und Schröck ist ja nun sozusagen von Marburg gesehen auf dem halben Weg zwischen Rostock und Marburg. Und da gab es ja früher immer die Schnitzelrensch zum Weißen Ross. Und dann war das während des Studiums manchmal irgendwie, gerade wenn dann noch jemand zu Besuch war, ne, dass wir sagten, ach komm, wir fahren auf die Schnitzelrensch, ne, zu Rosa Riel und haben dann da Schnitzel gegessen. Ne, war immer beeindruckend. Stadthausen ist mein Opa. Der war ja halt eben aus Berleburg, aus Raumland. Ja. Die sind dahin zum Hamstern gefahren nach dem Krieg, weil die dortige Metzgerei, die es heute immer noch gab, da wurde dann Fleisch geholt aus dem Wittgensteiner Land. Ja, prima. Das war die erste Runde. Dann darfst du die nächsten zwei zielen. Mal gucken, was jetzt dann kommt. Also bei den zwei hätte ich jetzt auch gesagt, das ist einfach. Wehrshausen, weil das soll jetzt auch nicht so schwer Wehrshausen, sein. Wehrshausen, ja. Wehrshausen, so. Und Achenbach. Ja, auch da kann ich das dann. Ja. So, dann genau, erstmal den nächsten Pin. So, Wehrshausen. Wehrshausen mache ich dann mal so hier hin, ne? Da so hin. Achenbach, da muss ich jetzt irgendwie deutlich weiter hier hinten. Ne? Das ist jetzt schwierig, genau. Man hat den Eindruck, du bist schon viel im Landkreis rumgekommen. Ja, ja, ich meine, wie gesagt, ne, auf dem Rennrad hat man sozusagen zwischen Lahnquelle und dem Hohen Rotzkopf gibt es wenig Orte, wo ich noch nicht durchgefahren bin. Mhm. Aber Achenbach ist, glaube ich, muss ich mal hier hinten, da irgendwie so in die Ecke machen. Ne? Ja. Zu Achenbach kann ich sagen, da gab es früher einen Chiropraktiker, wo meine Mutter hinfuhr,
weil die es mit den Rückenwirbeln hatte und da ist sie dann dahin gefahren und hat sich die Rückenwirbel einbilden. Das fällt mir zu Achenbach ein. Also Achenbach ist bekannt für seine Chiropraktiker. Das ist aber, ich muss gestehen, das ist bestimmt jetzt schon 50 Jahre her. Ich würde das aktuell nicht mehr so allen empfehlen. Wershausen ist eine ganz spannende Kiste, wo man lernen kann, wie man mit Dingen umgehen kann, die schwierig werden. Wershausen ist eine von denen, da gibt es eine kleine Grundschule mit sehr, sehr wenig Kindern, wo schon mehrfach die Überlegung war, ja, wie kriegen wir das hin oder schließt man die? Und jetzt gibt es das aber als Schulverbund zunächst, dann als Verbundschule mit den anderen kleinen westlichen Gemeinden von Marburg da, wo dann halt dieser kleine Schulstandort und das gleiche Problem haben wir ja im Landkreis auch häufig erhalten werden kann, mit ein bisschen Fantasie, dass auch kleinere Einheiten, wo man sich pädagogisch überlegt, wie macht man das am schlauesten, halt überleben können und dann nicht auch schon die kleinen ganz lange weite Wege zurücklegen müssen, um zu ihrer Grundschule zu kommen. Ja, super. Letzte Runde. Ja. So, was haben wir denn da? Da haben wir Holzhausen. Holzhausen am Hühnstein. Ich kenne mich weniger aus als du wahrscheinlich. Also ich kenne zumindest mal zwei. Ne? Aber wie ich auch schon bei einem anderen Gespräch habe, ich will ja kein Landrat sehen. So, und Niederwalgern haben wir auch noch. Davon habe ich in der Hand Niederwalgern. Da müssen wir natürlich hier unten hinkommen. Ja, da kommen wir mal hin. Ich mache jetzt auf der Seite von der Lage natürlich nur. Machen wir da hin. Und dann haben wir dann Holzhausen. Ja, so, da hast du jetzt die Auswahl. Möchtest du Holzhausen am Hühnstein haben oder auf der halben Höhe zu Oberwalgern? Welche Nummer ist das? 128. Ne? Wahrscheinlich ist Holzhausen am Hühnstein gemeint. Ne? Ja, jetzt, da muss ich selber mal spicken. Ja. Wo ist er denn? Das ist dann hier hinten im Landkreis eher gemeint. Ne? Wobei, das ist 184 Niederwalder. Ja, die sind so nicht sortiert. Ja, gut. So, das ist jetzt an dieser Strecke hier hinten um die Ecke. Das mache ich mal hier hin. Ja, so. Kann ich natürlich auch zu beiden was sagen. Niederwalgern ist klar, da bin ich, glaube ich, in meinem Leben schon mit dem Zug so häufig durchgefahren. Aber noch nie in meinem Leben mit dem Zug ausgestiegen. Das könnte ich vielleicht dann auch mal nachholen. Vielleicht dann im Wahlkampf. Vielleicht im Wahlkampf, ne? Wobei das ist jetzt eine Strecke, wo ich natürlich auch mit dem Fahrrad immer gern hinfahre, weil oder so, ja. Im Flachen an der Lahn ist man da ja mal ganz schnell. Holzhausen am Hühnstein ist natürlich das Waldschwimmbad als bekannt, da war ich auch schon schwimmen. Und Holzhausen ist ein, sag ich mal, ein ganz lehrreicher Ort dafür, wie geht man mit Leuten oder Bevölkerung nicht um. Da war ja vor ein paar Jahren die Gemeinde Bad Endbach, ja, die ja sozusagen über die Endbacher Platte einen sehr windhöfigen Fläche hat, wo man Windkraft aufstellen konnte, an der Stelle, wo natürlich Wind gut blies, nämlich auf der Gemeindegrenze im Norden projektierte große Windräder, was im Prinzip nicht dumm war, aber genau hinter der Maingrenze, wenn man nämlich nach unten guckte, da lag Holzhausen und die Holzhäuser fühlten sich an dieser Stelle natürlich, auf Deutsch gesagt, verarscht, weil sie hat niemand gefragt. Und ich glaube, so kann man nicht umgehen. Wenn man solche Sachen macht, muss man alle mitnehmen. Und wenn das dann sozusagen aus Bad Endbach passiert, ne, vielleicht auch noch mit Bürgergenossenschaft und Beteiligung der Kommune und Beteiligung am Gewerbesteueraufkommen und an der Pacht und sowas, hätte man das natürlich der Gemeinde im Norden anbieten müssen, sagen müssen, könnte man das liegt auf unserer Grenze, wie machen wir das am schlauesten und wie haben wir alle was davon. Und es ist ein Versagen gewesen von ganz vielen in der Politik. Ich weiß das über meine Freundinnen und Freunde in der Kreistagsfraktion, die haben sich das angeguckt und sie sind dahin gefahren, nachdem es dann halt eben dann auch an dieser Stelle auch erstmal nachvollziehbaren Protest bei Bürgerinnen und Bürgern gab, um dann dort zu erfahren, ja, ihr seid die Ersten, die überhaupt zu uns kommen und uns zuhören. Und ich glaube, das ist Politikversagen. Wenn man nicht hingeht und nicht zuhört und miteinander spricht, jetzt stehen die Dinger, es stehen nicht alle da, man hat ein bisschen abgespeckt
Und sie sind wichtig, ja, aber man hätte viel früher sich damit beschäftigen können, wen betrifft es denn, wer sieht es denn, wer hört es denn, wo stellt man genau was hin, wie versüßt man denn sozusagen so einer Kommune auch dadurch, dass man sagt, okay, wir gehen da jetzt, wir entwickeln sie gemeinsam und das Gewerbeaufsteuer, das Steuereinkommen, das teilen wir uns, ja, wie kann man vielleicht ein Beteiligungsmodell machen, wo auch die Leute im Ort sagen können, da beteilige ich mich an der ganzen Sache, da gehört ein Stückchen auch von mir und fließt dann auch wieder was zurück. Das sind diese Dinge und das in Holzhausen am Hühnstein hat man verkackt. Okay, ja, super, da hast du schon mal viel zu gesagt. Was ich natürlich, weil ich die technischen Möglichkeiten hier vor Ort nicht habe, was wir jetzt nicht machen können, ist dir direkt zeigen, wie viele Kilometer lagst du denn bei den einzelnen Tipps daneben. Aber ich kann es natürlich, wenn der Beitrag dann veröffentlicht wird, also quasi für euch jetzt gleich, nochmal zeigen. Ja, und damit sind wir eigentlich auch schon beim Ende unseres Interviews und unseres Kandidatenchecks zur Landrats- oder Landrätinnenwahl. Ich bin gespannt, wie es ausgeht. Hat mich auf jeden Fall gefreut, wenn ihr bis zum Schluss, das war jetzt auch bestimmt über eine Stunde, die wir zusammen saßen, wenn ihr also bis zum Schluss geblieben seid. Wenn es irgendwelche Probleme gab, sei es Bild oder Ton, dann bitte ich das natürlich zu entschuldigen. Die ganze Geschichte ist natürlich eine One-Man-Show, ob das jetzt mit der Technik zu tun hat oder dass ich eben vor der Kamera sitze und findet absolut unentgeltlich statt. Ich mache das also auch überwiegend ehrenamtlich, diese ganze Geschichte. Lobenswert, lobenswert. Dankeschön. Ja, hast du noch einen Schlussgruß? Ja. Alle da draußen? Erstmal noch... Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja. Wer jetzt noch zuhört, war's zumindest noch in und um Kirchhain. Und dann auch nochmal vielen Dank für das nette Gespräch. War mal ein spannendes Format in einer lockeren Runde. Dann über eine Stunde lang über den Landkreis zu reden, über die Politik im Landkreis und das, was eine Landrätin, aber vor allen Dingen ein Landrat, dann halt eben auch an sinnvollen Dingen tun und machen kann oder auch lassen kann. Ja, danke schön. Ja, viel schöner wäre es natürlich draußen im Freien gewesen, aber man kann das Wetter nicht immer beeinflussen. Und wie gesagt, ich wollte natürlich auch sehen, dass wir rechtzeitig diesen Beitrag dann auch rausbringen, damit er dann auch noch eine Zeit lang im Netz ist. Wir sehen uns hoffentlich bei der nächsten Folge vom Kandidatencheck wieder oder bei irgendeinem anderen Beitrag. Wenn euch dieses Video hier gefallen hat, dann würde ich mich natürlich über einen Daumen rauf freuen. Falls nicht, dann könnt ihr natürlich auch gerne einen Daumen nach unten geben. Ich sage aber auch gerne dazu, es wäre immer schön, wenn ihr schreibt, was euch nicht gefallen hat. Lag es an der Technik, lag es am Inhalt, lag es am Redner, lag es an mir. Je nachdem, das schafft allen natürlich immer ein bisschen mehr Klarheit, wenn man weiß, warum euch ein Video nicht gefällt und gibt eben den Spielraum, es beim nächsten Mal besser zu machen. Für mich war es der erste Kandidatencheck, für dich wahrscheinlich auch. Ja. Oder? Ja. Ja. Und soweit dann also von unserer Seite aus. Wie gesagt, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.